Frau Präsidentin, liebe Kollegen, eine depressive Stimmung liegt wie eine trübe Dunstglocke über dem grauen Alltag der Menschen in Deutschland. Die einen fürchten sich vor dem Virus, die anderen vor einem immer autoritärer gebärdenden Staat. Beklommenheit, niemand lacht mehr. Kein Wunder, denn seit April werden wir täglich mit Corona Druck betankt. Kritiker der angeblich alternativlosen Maßnahmen mit der Rechtsextremistenkeule mundtot gemacht. Was ist eigentlich mit den täglich fast 1000 Krebstoten, die auch teils aufgrund Einsparungen im Gesundheitssystem nicht mehr alle Therapien bekamen? Oder Schwerstkranke, die anscheinend noch nicht krank genug sind, weil ihre Rentenanträge abgelehnt werden? Corona mit einer laut Expertensterblichkeitsrate von 0,02% hat hier anscheinend eine Sonderstellung, sogar gegenüber den rund 25.000 Grippetoten vor 3 Jahren. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurden die Rechte der Bürger so stark beschnitten wie derzeit. Die mittlerweile allgegenwärtige Maskenpflicht verwandelt den öffentlichen Raum in eine Art Zombieland. Jeder ist eine potenzielle feindliche Virenschleuder. Nachbarn zeigen Nachbarn an, weil der Pizzadienst 6 Pizzen liefert. Die momentan Herrschenden haben es mal wieder geschafft, Menschen gegen Menschen aufzuhetzen. Und zwar in einer Art und Weise einer Gehirnwäsche für den politisch nicht geschulten Bürger nur sehr schwer zu durchblicken. Der deutsche Michel darf nur noch schuften und zu Hause in den eigenen 4 Wänden hocken. Millionen Bürger, auch in Rheinland-Pfalz, stehen gerade jetzt zu Weihnachten vor den Trümmern ihrer Existenz, die sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Milliardenschulden sind inzwischen in den Länder- und Staatshaushalten zum Taschengeld degeneriert. Wer haftet letztendlich für diese Schäden? Untersuchungsausschüsse mit unabhängigen Experten sind schon lange überfällig, genau wie die Politikerhaftung, und zwar bis in die Länderparlamente hinein. Wie der Staatsrechtler von Arnim bereits zu Beginn der 90er Jahre zutreffend feststellte, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. Diese Beute verteidigen sie jetzt mit Zähnen und Klauen gegen alle Bürger, die ebenfalls einen Rechtsanspruch aus dem Grundgesetz ableiten wollen. Wer wie Herr Innenminister Lewenz in unverhältnismäßiger Art und Weise Demonstrationen kritischer Bürger und sogar Wahlveranstaltungen verbieten lässt, steht nicht für den Rechtsstaat. Wer den Organisator einer Demonstration in Kaiserslautern 2-mal an einem Tage verhaften lässt, ihn durch das komplette Entblößen erniedrigt und einen von ihm betreuten autistischen Menschen allein in einem kalten Auto bei Minusgraden sitzen lässt, steht nicht für die Werte von Demokratie und Menschlichkeit. Wer dann noch, wie mir durch die Wittlicher Polizei widerfuhr, mich als MDL ohne jede Rechtsgrundlage festsetzt, mir meinen Abgeordnetenausweis und mein Handy trotz mehrfacher Aufforderung vorenthält und dann noch aggressiv mit Verhaftung droht, vergewaltigt, mit Verlaub, wie mein Mitarbeiter Mirko Welsch zu sagen pflegt, systematisch die Landesverfassung, das Erbe unserer Gründungsväter und Mütter. Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht mehr möglich ist. Merkel lobt Demonstranten ohne Masken und ohne Abstand in Weißrussland als aufrechte Demokraten. Im eigenen Land hingegen werden Bürger, die für ihre Grundrechte auf die Straße gehen, mit Wasserwerfern an der Ausübung ihrer Grundrechte gehindert. Wo sind wir nur gelandet? Ich lehne diesen Landeshaushalt ab.